Wikimedia Foundation, ihr seid die Wikipedia-Macher. Ja, wie ist das bei euch eigentlich mit der Beteiligung? Darum geht es ja heute hier. Es gibt ja diese berühmte 90-9-plus-1-Regel. Ist das immer noch so, dass von 100 Leuten, die die Wikipedia nutzen, 9 mal ab und zu ist und einer ist da Nerd und geht da aktiv rein? Um die Frage zu beantworten, müssten wir echt viel mehr Daten erheben, was die Menschen so machen. Da haben wir echt wenig Ambitionen zu. Natürlich lesen mehr Menschen Wikipedia als Menschen bearbeiten und auch die Wikimedia Foundation, die Betreiberin ist, unser Mutterschiff, gibt sich hin und wieder Mühe durch Umfragen, Mutationen abzurufen. Was ist denn Ihr Gefühl? Ist das so 90-9-plus-1, wenn wir schon keine Handzahlen haben? Ich mache es mal andersrum. Allensbach hat für uns mal Umfragen in Deutschland gemacht, wie viele Menschen lesen Wikipedia unter der Online-Bevölkerung. Das sind wahnsinnig viele, also so alle bis 40 haben wir eine quasi Vollabdeckung. Da haben wir bei den umfragegestützten Geschichten 95%, die Wikipedia nutzen, wenigstens einmal die Woche, das ist eine super Zahl. Und dann sagen, wenn sie gefragt werden, 3%, sie würden Artikel mitschreiben. Ich kann sagen, wenn dem so wäre, sähe Wikipedia ganz, ganz, ganz anders aus. Dann hätten wir nicht 1000 Kernmitarbeiter, die Artikel schreiben, sondern irgendwie Hunderttausende. Das wäre gigantisch. Ich würde mich freuen, aber es würde auch das Projekt tatsächlich in andere Sphären katapultieren. Lass es in Deutschland von 14 Millionen passiven Nutzern, passiv mag ich nicht, 14 Millionen lesenden Nutzern, dann halt eben ein paar Tausend sein, die tatsächlich regelmäßig was beitragen. Und ansonsten haben wir Leute, die halt Komma-Nazis sind, anderen irgendwie mitarbeiten. Die brauchen wir ja auch. Also ein genaues psychologisches Profil des Komma-Nazis können wir vielleicht nachher nochmal diskutieren, finde ich hochinteressant. Wir geben das Mikro mal nach ganz außen weiter. Stefan Wehrmeier, Open Knowledge Foundation unter anderem. Das Bundeslied erfunden. Jetzt müssen Sie uns mal erklären, was das Bundeslied ist. Gehen Sie mal von mir als Adressat aus, ich habe überhaupt gar keine Ahnung vom Code. Also, okay, Code. Das Bundeslied, Software, ja, ich meine, Softwareentwickler und wir verwalten Software. Software ist nichts anderes als Text. Wir verwalten Software in einem System, das heißt Git. Git ist ein Versionskontrollsystem, da kann ich meine Textdateien quasi drin reintun und dann kann ich eine Änderung machen, dann kann ich diese Änderung nachverfolgen, dann kann ich sehen, was habe ich bisher geändert, wie ist diese Datei entstanden, wie hat sich das entwickelt. Und das ist für Software ganz sinnvoll, weil wenn irgendwas kaputt geht, dann kann ich gucken, okay, da ist der Fehler entstanden. Wer hat das denn da reingetan? Ja, wen kann ich jetzt irgendwie anmeckern, weil das was kaputt gegangen ist? Und wie kann ich auch in Zukunft dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert? Und wir haben halt diese schöne Source-Code-Verwaltung. Und letztlich ist jedem Entwickler mal aufgefallen, Gesetze sind auch nur Texte, genauso wie Quelltext, wie Software. Und dann habe ich halt einfach mal gesagt, okay, jetzt lade ich mir alle Bundesgesetze runter, die es so im Internet gibt, und tue sie in dieses Versionsverwaltungssystem. Soweit so unspannend, allerdings haben wir als Entwickler auch gesagt, wir wollen kollaborieren, und zwar tun wir das online. Es gibt so eine Plattform, die heißt github.com, da werden halt diese Repositories, diese letztlich Projekte, die Texte enthalten, da kann man kollaborativ zusammenarbeiten, kann sagen, ja hier, ich habe eine Änderung für dich, tu die doch mal in deine Software rein, dann ist sie vielleicht ein Stückchen besser. Und eigentlich bin ich der Meinung, genau so sollten Gesetze entstehen. Ja, wir haben einen aktuellen Gesetzestext, und die Leute sagen sich, okay, Moment, wir haben jetzt hier eine Verbesserung und dann kann man darüber online diskutieren. Es ist halt alles auch, die Unterschiede sind maschinenlesbar. Das heißt, ich kann sagen, ich habe hier eine Version und noch eine andere und ich kann mir genau angucken, was der Unterschied ist. Und das macht die Software für mich. Da muss ich nicht irgendwie besonders rechtswissenschaftlich unterwegs sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie jetzt skizziert haben, läuft das so. Die Entstehungsgeschichte ideal für zukünftig aller Bundesgesetze wäre nachvollziehbar, inklusive aller Änderungen, und es könnten Änderungsvorschläge eingereicht werden, um Gesetze zu optimieren. Genau. Und so irgendwie alles online. Und diese Systeme gibt es halt schon für Software. Jetzt wenden wir es einfach auf Gesetze an und dann haben wir eigentlich, wir müssen nicht extra noch Software dafür schreiben, wir müssen einfach nur Gesetze reintun. Und mitwirken kann jeder, der Interesse hat, an diesen Gesetzestexten zukünftig zu arbeiten, an ihrer Optimierung, Weiterentwicklung zu arbeiten, Anpassung für neue Herausforderungen, gesellschaftliche Gegebenheiten etc. pp. Tendenziell ja, momentan ist das natürlich das ganze System noch auf Softwareentwickler zugeschnitten, aber man kann natürlich Tools darüber tun, die es auch Juristen zum Beispiel ermöglicht, daran zu arbeiten. So, an sowas arbeite ich auch schon. Das heißt, damit sind wir ja sozusagen in den Tiefen der DNA einer parlamentarischen Demokratie angekommen. Die Frage stellt sich, wie entstehen Gesetze eigentlich? Wir haben uns ja mittlerweile bisher, anders gesagt, für ein Verfahren entschieden als Gesellschaft. Wir wählen alle paar Jahre, 4, 5 Jahre
auf Landesebene, auf Bundesebene Regierungen, Parlamente, Parlamente, die Regierung wählen und die können dann Gesetze vorschlagen und die werden abgestimmt und mehrheitlich sozusagen verabschiedet. Das ist ja jetzt ein ganz anderes Verfahren, was Sie vorschlagen mit dem Bundesgesetz, dass eben in der Breite idealerweise alle theoretisch mitwirken könnten. Das heißt, das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren würde unter Umständen in Frage gestellt. David Pachali von iWords.info. Wir haben ja dieses Panel mit ins Leben gerufen. Warum sitzt heute niemand von der Bundestagsverwaltung beispielsweise hier oder aus dem Innenministerium, aus anderen öffentlichen Einrichtungen, die ja damit beschäftigt sein müssten? Ja, wir hatten uns natürlich sehr darüber gefreut. Wir hatten auch eine Anfrage gestellt beim Bundesjustizministerium, bei Juris und bei weiteren Bundeseinrichtungen. Leider war da niemand bereit, letzten Endes zuzusagen. Ich kann schon sagen, dass es da durchaus, dass man das beobachtet und dass da auch zumindest einzelne Stellen wirklich Interesse dran haben und daher auch teilweise selbst an Überarbeitung von den eigenen Rechtssystemen und Rechtsinformationssystemen gearbeitet wird. Aber es ist offensichtlich noch nicht so, ist, dass man jetzt unter dem Banner der Open Legislative Data bereit ist, sozusagen auch hier mit uns in einer Runde dabei zu sein. Man hat sich mal gefragt, wie erklären sich das? Ist das einfach Angst? Ist da Unsicherheit? Gibt es da nicht die entsprechende Expertise in den Ministerien oder in den Behörden? Oder warum kommt da keiner? Wir wollen ja niemanden hier sozusagen festnageln auf Verfahren, die zukünftig dann Gesetzeskraft haben, sondern mal hören, was da so die Gedanken sind auf der anderen Seite. Naja, ich glaube, wir haben in gewisser Weise eine verfahrene Situation, auch wenn man sich ansieht, wie im Moment das Ganze gehandhabt wird, dann haben wir eigentlich wenige große Anbieter von Gesetzesdatenbanken zum Beispiel, bei denen das Ganze gelagert ist. Die sind, also konkret ist das Juris, ist der größte. Der ist eben entstanden aus einem damals beim Justizministerium angesiedelten Projekt in den 70er Jahren. Damals hat man noch 5,3 Millionen Mark für einen Computer bezahlt und man hat das dann eben nach und nach fortgeführt und dann später privatisiert. Das ist ein bisschen wie nach der Privatisierung der Deutschen Bahn. Man hat so quasi einen Anbieter. Ich verstehe das richtig. Der Gesetzesgeber hat gesagt, pass mal auf, Juris, wir initiieren dich hier in den 70er Jahren. Speicherst alle Gesetzestexte, neben Versionsgeschichten etc. pp., hat dann diese Institution privatisiert und der gehören jetzt die Gesetzestexte sozusagen in Datenform? Naja, der gehören nicht die Gesetzestexte. Also grundsätzlich muss man ja sagen, sind Gesetzestexte schon frei. Also Artikel 5 im Urheberrechtsgesetz sagt ja, dass amtliche Werke und dann folgt eine Aufzählung von verschiedenen Dokumentenklassen frei sind. Das gibt noch sehr viele Einschränkungen dazu. Also grundsätzlich ist der aktuelle Gesetzestext, der jetzt für uns gilt, natürlich frei und das muss auch so sein, anders könnte man schlechten Rechtsstaat aufbauen, wenn nicht die Gesetze jeder einsehen könnte, verbreiten könnte. Weil man nur die aktuellen Versionen. Naja, in dem Moment, wo ich also sage, ich baue jetzt eine Sammlung von Gesetzen, dann kommt eben ein verwandtes Schutzrecht dazu. Das heißt, die Leistung sozusagen der Zusammenstellung kann dann nochmal als Datenbank geschützt sein. Da gibt es dann wiederum auch verschiedene Varianten, wie das geschützt werden kann und es ist rechtlich unklar, wie das dann letzten Endes aussieht, also ob dieser Datenbankschutz gebrochen werden kann. Okay, durch die dann noch mehr in den Tiefen dieser gesetzlichen Unklarheiten verlieren, was wir vielleicht nachher noch tun, wenn wir da sondenartig versuchen zu sehen, was wäre tatsächlich möglich. Matthias Schüttler, an Sie die Frage, die Wikipedia beschäftigt sich mit dem Wissen der Welt in aller Bescheidenheit. Ja, es versucht, das Wissen der Welt zu sammeln, zu organisieren, Artikel dazu zu verfassen, die Autorinnen und Autoren. Das Ganze hat bis zu einem gewissen Grad eine Unverfänglichkeit. Wenn da drin steht, der Kölner Dom wurde 1980 gebaut, ist das ein Problem, aber es verhindert nicht eine Rechtsprechung. Es bedingt keine Rechtsprechung, die zu Problemen führt. Wenn jetzt aber schwarmstrukturell Gesetze entwickelt werden, das ist ja eine ganz andere Geschichte, die wir aber vor uns haben. Glauben Sie daran mit Ihren Erfahrungen bei der Wikimedia? Ich habe 2003 angefangen, bei Wikipedia mitzuarbeiten als Autor und ich habe inzwischen recht gute Vorstellungen davon, was eine Gruppe von Freiwilligen leisten kann und was sie weniger gut leisten kann und wo klassische Strukturen regelmäßig versagen, ohne dass es einer merkt, weil wir uns alle daran gewöhnt haben, dass das Versagen irgendwie schon passieren muss. Um die Frage von vorhin zu beantworten, ich glaube, es gibt so einen kleinen Denkfehler auch, oder sagen, es gibt eine Fehlannahme für jemanden, der GitHub oder Git zum ersten Mal hört. Ein Git ist erstmal kein Wiki. Bei einem Git geht es nicht darum, dass jeder die autoritative Version
einstellen kann. Jeder kann sozusagen parallele Strukturen angeben, aber nur eine kann sich ja bei so einem Beispielsunternehmen dann Master nennen. Das heißt, wenn wir den Bundestag verbundesgitten würden, können wir es tun, ohne das Grundgesetz ändern zu müssen, ohne die Geschäftsordnung des Bundestages ändern zu müssen, hoffentlich. Das heißt, wir hätten weiterhin die Parlamentarier, wir hätten die Fraktionen, wir hätten dann beispielsweise halt eben halt eine Gruppe von Leuten, die einzeln die sogenannten Pull-Requests ziehen könnten. Natürlich könnten alle Vorschläge machen, machen ja auch jetzt schon. Lobbyisten machen ja jetzt schon Texte, die man so in der Form eins zu eins überführen könnte, wenn es dazu die parlamentarischen Mehrheiten gäbe. Und am Ende haben wir dann eben den Bundespräsidenten oder halt eben irgendwelche Gesellschaft für deutsche Sprache für Rechtsformlichkeitsprüfungen, die dann halt eben sagt, okay, wir müssen den Sign-off machen, wir packen das rein. Das heißt, wir haben das Bundesgitter erstmal nur als technische Infrastruktur, um Dinge zu verändern, die heute schon passieren. Nämlich eine ganz einfache Geschichte, im Bundesgesetzblatt werden in der Regel das, was Entwickler sagen würden, nur Diffs veröffentlicht. Das, was sich ändert, wird veröffentlicht, aber nicht das neue Gesetz in seiner konsolidierten Fassung. Das machen in der Regel viele andere und regelmäßig geht das auch schief. Regelmäßig entspricht der Diff nicht dem 100%, wie es sein muss, es gibt dann interpretatorische Freiheiten. Das heißt, wir hätten hier zum ersten Mal tatsächlich eine Art von autoritativer Version, wie das finale Gesetz tatsächlich in der konsolidierten Fassung stattfindet. Und da können Freiwillige helfen. Da können Freiwillige helfen, auf inkonsistenten Zensen hinzuweisen. Sie werden dann eben dann nicht die Gesetzgeber, sie werden dann eben Beiträge. In der Regel werden diese Freiwilligen zu 99% Juristen, die den ganzen Tag mit zu kämpfen haben, und nicht Leute, die sagen, ohne Berufung das machen würden. Matthias, hinter die Materie scheint völlig unkompliziert zu sein. Ja. Nur falls es Fragen gibt im Auditorium, möchte ich dem Auditorium Gelegenheit geben, Zwischenfragen zu stellen, falls wieder erwarten Sie an bestimmten Punkten diesen, wie nennt man das denn jetzt, sozusagen Entwicklersprech nicht verstehen sollten. Bitte fragen Sie dazwischen, es gibt ein Mikrofon, wenn Sie kurz einen Augenblick warten. Dankeschön. Also, funktioniert? Okay, funktioniert. Meine Frage wäre, Git, wie ist es eingesetzt worden bis jetzt? Nur für die Open-Source-Gemeinde, auch professionell irgendwo für Entwicklung oder nur Open-Source bis jetzt? Total professionell. Also ich arbeite auch in einem Startup, da wird natürlich Git eingesetzt. Überall, wo Software entwickelt wird, wurde vorher, es gab ja verschiedene Versionssysteme, also es gab früher mal eins, dann gibt es noch ein paar andere und mittlerweile nutzen eigentlich alle Git, weil Git halt verteilt funktioniert. Man hat nicht einen zentralen Punkt, zu dem alle ihre Änderungen hinspielen müssen, sondern man kann halt verteilt arbeiten. Letztlich kann man aber die ganzen verteilten Sachen, die man schafft, alle wieder an einen Punkt zusammentun und also die Software ist halt so gebaut, dass dieser Zusammenschluss von allen Sachen gut funktionieren kann. Und genau das wäre halt quasi der Bundestag. Jeder macht seine Vorschläge, seine Änderungen, schlägt die vor und der Bundestag kann dann entscheiden, ja, auch ich will ja gar nicht die parlamentarische Demokratie in Frage stellen, ja, ich will halt einfach nur den ganzen Prozess in ein existierendes Softwaresystem, in einen existierenden Prozess reintun, der auch transparent ist, weil wenn so ein Lobbyverband einen Vorschlag macht, dann möchte ich natürlich auch sehen, dass der Vorschlag von dort kam und da reingeflossen ist. Da kann ich genau nachvollziehen, dass es da reingekommen ist. Gut, Frage an dieser Stelle. Darf ich kurz? Ja, bitte. Die Frage ist Git selber Open Source oder? Ja. Okay, alles klar, das war schon lange. Nur um das zu verstehen, wie dieses Git funktioniert. Also, wenn wir den Bundestag mal als Zentrum annehmen, wie Sie es gerade beschrieben haben, dann setzen Sie ja voraus, dass alle Einreichungen textlicher Art, Passagen, Absätze, Paragraphen, immer im Moment des Entstehens oder nach dem Moment des Entstehens auch in das Git eingetragen würden von einem Lobbyisten. Das läuft ja doch in Wahrheit aber so. Die sitzen hier vorne im Café Einstein unter den Linden, der Pharma-Lobbyist und der Staatssekretär Gesundheitsministerium und dann sagt er, pass mal auf, ich habe eine Idee. Ja, bei dem Verfahren Kopfschmerztest von so und so, ja, könnte man da nicht so und so verfahren. Das wird ja niemals in so einem Git auftauchen. Ja, also idealerweise schon, aber natürlich gibt es dann diese Strukturen. Nur man kann das natürlich nicht so exakt machen, man kann es natürlich auch etwas gröber machen. Aber letztlich, dass eine Gesetzesänderung, zum Beispiel, ich habe das für das Leistungsschutzrecht, das ja gerade diskutiert wird, so mal ein bisschen nachvollzogen. Da habe ich den ersten Referentenentwurf, der ja irgendwo aufgetaucht ist, quasi als Änderungsvorschlag angenommen. Ja? Dann den zweiten Referentenentwurf und auch den finalen. Und dann kann man halt nachvollziehen, wie hat sich dieses Änderungsgesetz, dieser Änderungsvorschlag entwickelt. Und dann kann ich weiß natürlich nicht genau, wer das jetzt war in dem Ministerium oder irgendein Referentenentwurf, aber ich kann dann nachvollziehen, wie er entstanden ist. Und letztlich könnte ich ihn jetzt auch direkt auf die aktuellen Gesetze anwenden, aber noch ist er ja nicht im Bundestag, Gott sei Dank, durch. Aber das heißt nur zum Verständnis,
Ein funktionierendes Git bei einer Gesetzgebung auf Bundesebene beispielsweise würde voraussetzen, dass alle Akteure einwilligen mitzuspielen, Staatssekretäre, Parlamentarier etc. und dann ihre jeweiligen Änderungen, die da Eingang finden, auch tatsächlich da sozusagen autorenartig einzutragen. Das kann natürlich dann irgendein Mitarbeiter machen. Das ist klar, aber sozusagen das müsste sozusagen, also alle tatsächlichen Änderungen müssten von allen mit eingegeben werden. Also das passiert ja auch jetzt schon, nur wahrscheinlich in einem viel aufwendigeren Format. Da wird halt ein Word-Dokument geschrieben und dann bekommt das jemand und dann muss er das irgendwie abtippen und dann wird halt sehr viel abgetippt. Und wir Softwareentwickler, wir tippen nicht gerne ab, wir tippen gerne einmal und dann versuchen wir halt das, was wir da erschaffen haben an Daten, möglichst kompatibel und möglichst einfach hin und her zu schieben. Und genau das würde halt damit ermöglicht. David Pachali, als Vertreter von iWords Info haben Sie immer wieder Kontakt mit der Politik, mit Akteuren der Politik. Haben Sie mal so ein erstes Echo bekommen, wie die das eigentlich finden? Haben die Parlamentarier Angst um ihren Job jetzt, oder? Naja, die Parlamentarier wahrscheinlich weniger, aber was man schon sagen kann, ist, dass sozusagen die Effizienzgewinne, die das Bundes-Git verspricht, glaube ich, schon bei einigen Leuten Besorgnis auslösen. Es ist ja tatsächlich so, dass in den Ministerien sozusagen ganze Abteilungen damit beschäftigt sind, eben genau diese Änderungen, über die wir eben gesprochen haben. Abteilung 37b abtippen. Von Entwurf zu Entwurf nachzuvollziehen, um überhaupt tatsächlich den Überblick zu haben, wie denn gerade der Stand ist und wer gerade wo was geändert hat. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass es tatsächlich im eigentlichen Gesetzgebungsverfahren für jeden unbedingt so das beste Tool ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich allein schon für die Dokumentation. Also wenn man sich ansieht, zum Beispiel jetzt der letzte Fall, das Meldegesetz, niemand weiß eigentlich, was gerade beschlossen wurde. Oder auch sonst ist es eigentlich ja in jedem Gesetzgebungsverfahren so, dass natürlich immer A und B ankommen und noch Änderungen A und B haben wollen. Und gerade diese kleinen Änderungen ja sehr große Auswirkungen haben können, dass da allein schon der Überblick, den das Ganze schafft, nicht nur für die Politiker, auch für die Medien, für Aktivisten, Zivilgesellschaft und so weiter, da eine gewisse, auch eine Waffengleichheit herstellen würde, weil es ja im Moment so ist, dass eben tatsächlich nur einige wenige diese ganzen Änderungen im Detail verfolgen und das sind dann eben die Lobbyisten, die die Mittel haben dafür. Okay, dann teilen wir unser Thema mal in zwei Hälften. In der ersten Hälfte, die wir jetzt auch diskutiert haben, ist sozusagen sind technische Voraussetzungen, technische Erwägungen im Mittelpunkt. So ein Bundes-Git, wenn ich es richtig verstanden habe, würde eben möglich machen, dass Entwicklungsgeschichten von Gesetzen transparent würden. Es geht um Transparenz insbesondere dabei. Woran scheitert es, wenn das doch so einfach ist, wie Sie es beschrieben haben? Stefan Lehmeier, warum gibt es das jetzt noch nicht? Wie ist Ihre Prognose andersrum gefragt? Wird es das jetzt in absehbarer Zeit geben? Wie gesagt, es hat dann in den 70ern angefangen und seitdem hat sich nicht so viel verändert. Ja, die Computer sind billiger geworden, aber die Verfahren sind halt quasi gleich geblieben. Ja, also ich meine, die Gesetzesänderungen, die man im Bundestag sehen kann, aus dem parlamentarischen Informationssystem, sehen halt genauso aus eigentlich wie heute. Also das ist die Beschreibung der Situation, aber woran scheitert es, dass es nicht eben auf eine andere Ebene gehoben wird, dass der Qualitätssprung, der anscheinend möglich ist, vollzogen wird? Der Bundestag ist leider einfach noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Ja, die haben jetzt eine schöne Homepage, aber alles ist eigentlich immer nur noch ein PDF. Es gibt da irgendwelche versteckten APIs zwar irgendwo, aber letztlich nicht für Gesetze. Gesetze sind halt immer noch, weiß ich, Parlamentarier hängen halt daran, dass ein Änderungsgesetz unbedingt lauten muss, möge der Bundestag beschließen und dann ändern wir in Zeile 15 dieses Wort in das Wort und dann fügen wir noch Paragraph 3 unten hier an und das kann nur ein Mensch lesen, das kann keine Maschine lesen, das kann man halt nicht auf das aktuelle Gesetz anwenden, so ein Änderungsgesetz, aber daran haben sich die Menschen gewöhnt, die wissen wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht, dass es anders geht und deswegen, was soll das Bundes-Git ja auch ein bisschen zeigen, dass Softwareentwicklung quasi, dass wir quasi Textverwaltung ganz gut gelöst haben und dass wir das jetzt eigentlich auch mal für andere Sachen nutzen sollten. Das heißt aber, dass die zumindest für digitale Zeitmaße uralte Forderungen des Chaos Computer Clubs nach dem maschinenlesbaren Staat die gleiche Virulenz hat wie vor vielen Jahren. Genau, also die maschinenlesbare Regierung. Ich will natürlich nicht nur die maschinenlesbare Regierung, sondern auch die maschinenschreibbare Regierung. Und deswegen kann man halt dann auch Änderungssachen selber quasi irgendwo hinstellen und sagen, ja, wäre das nicht eine gute Idee? Ich bin eigentlich auch dafür, dass jede Partei oder jede Fraktion so einen GitHub-Account hat und dann sich sagt, jetzt nehme ich mal den aktuellen Gesetzesstand, mache meine Änderung, schlage das vor. Und das ist auch so ein bisschen, da habe ich gehabt, der Begriff Liquid Law, dass halt Gesetzessachen etwas schneller durchkommen, ja, also etwas dynamischer vielleicht auch. Und sich selber auch ein bisschen weiterentwickeln können. Dann machen wir es uns mal leicht in dieser Runde und schieben den schwarzen Peter einfach mal der Politik zu. Technisch ist alles möglich. Ja, es muss endlich nur getan werden. Der Bundestag, die Parlamentarier, die Bundestagsverwaltung müssen sich einfach nur einen Ruck geben, um im digitalen Zeitalter anzukommen. Die zweite Hälfte unseres Themas ist aber anscheinend wesentlich komplizierter. Teilhabe. Nicht nur Transparenz, Teilhabe durch Transparenz, sondern auch Teilhabe an Entwicklung.
Ist das etwas, wo das Bundesgit eine Plattform sein könnte? Ist das etwas, was Sie sich eigentlich wünschen? Sie sagten ja vorhin, Sie wollen parlamentarische Demokratie nicht abschaffen, aber die Infrastruktur würde ja auch eine Autorenschaft der vielen möglich machen. Also das ist ja quasi jetzt auch schon möglich, jeder kann einen Gesetzesentwurf schreiben und den irgendwo ins Internet posten. Aber wir brauchen natürlich vielleicht irgendeine Plattform, wo vielleicht einfach Menschen oder sich Leute zusammenschließen können und sagen, hier, wir wollen gerne das haben. Das ist ja also so eine Art Petitionssystem und Volksentscheidsystem zusammen und nur halt irgendwie, finale Plattform. Wir haben ja schon ein Petitionssystem, nur das darauf hört halt niemand. Also ich meine, das wird dann irgendwo diskutiert. Aber sowas nur halt vielleicht für konkretere Vorschläge, das ist das Bundesgebiet momentan. Aber Partizipation, ja, es ist schwierig. Ja. Ich muss mal herausfinden, wie das funktionieren kann. Ja, das kann ja niemand wissen. Ich habe ja auch keinen Vorschlag. Ich habe nur die technische Lösung und die kollaborative System quasi dafür geschaffen. Jetzt die Frage, wie man es halt konkret nutzt. Ja, das ist, muss man diskutieren. Matthias Schindler, das ist der Punkt, den ich gerne zu der Frage zurückkehren möchte, die ich vor einigen Minuten mal gestellt habe, wo Sie so elegant ausgewichen sind. Mit Ihren Erfahrungen von der Wikipedia, würden Sie sagen, es ist eine kluge Entscheidung von der Gesellschaft, zumindest anteilig, Gesetzesentwicklung in die Hand der vielen zu geben? Die Frage suggeriert ja, dass es im Moment gerade nicht so sei. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe von kollaborativen Prozessen. In der Regel sind es halt eben nicht transparente kollaborative Prozesse, sie sind kollaborativ. Und Café Einstein ist halt eben ein Ort der Kollaboration. Und auch Schnittstelle, könnte man sagen. Natürlich. Und nicht alles, was Lobbyismus ist inhärent schlecht. Es ist tatsächlich Teil dieses politischen Systems, dass Interessengruppen versuchen, auf sich gehört zu machen. Das kann die Demo vom Brandenburger Tor sein, aber halt eben auch das Hintergrundgespräch oder halt in vielen Fällen der konkrete Gesetzesvorschlag. Ich habe jetzt in den letzten Monaten drei von diesen Sachen mitbekommen. Das eine war die digitale Gesellschaft, die einen Vorschlag gemacht hat, was in die Richtung Hotspot, WLAN-Hotspot und Störerhaftung ging. Das zweite war die von Journalistenverband und Verlegerverbanden zirkulierten Vorschläge um das Leistungsschutzrecht. Das ist nichts anderes als eine Form der Kollaboration, die besser gehen könnte. Und eine Form ist, glaube ich, auch einfach den Leuten Software in die Hand zu geben und sagen, okay, konzentriert euch auf den Inhalt, versucht das, was sie an strukturellen Nachteilen hat gegenüber hochbezahlten Vertretern, wettzumachen, indem ihr halt schneller arbeitet. Gestern hatten wir im Europäischen Parlament eine Abstimmung über eine Richtlinie zu verwaisten Werken. Da hatten wir das Problem, dass wir in vertretbarer Zeit, also jetzt wirklich so 4-5 Personentage, große Probleme hatten, konsolidierte Fassungen dessen, was da eigentlich abgestimmt wurde, zu bekommen, weil wir als Grundlage mehrere Kompromisse hatten, die in den letzten 5 Monaten verpasst wurden und dann nur noch irgendwie zu einzelnen Verbesserungsverstärkungen. Ich glaube, dass wenn wir hier mit der technischen Möglichkeit ein bisschen in die Gegenwart reinrutschen, natürlich auch viel mehr Menschen in der Lage sind, sich inhaltlich einzubringen, weil sie erstmal auch in die Lage versetzt werden, zu schauen, okay, sind das Dinge, die mich betreffen, sind das Dinge, die noch auf dem aktuellen Gesprächsstand sind. Und natürlich kann man das argumentieren aus der Richtung, wir wollen die Welt verbessern, und wir können auch einfach sagen, wir als Wikimedia wollen einfach nur die wenigen Ressourcen, die wir haben, sinnvoll einsetzen, nicht für inhaltliche Sachen und nicht für das händische Konsolidieren von Gesetzestexten und Entwürfen. David Bachalli, ich unternehme einen neuen Versuch aus einer etwas anderen Richtung, um zu meiner These zu kommen, die ich gleich gerne loswerden möchte. Darum geht es mir. Wenn wir das Git als Infrastruktur in der Form bereitstellen, dass tatsächlich die gesamte Bundesbevölkerung Vorschläge einreichen könnte, um eben kollaborativ Gesetze zu entwickeln, möchte ich die Angst anmelden, dass wir dann die Diktatur der Aktiven bekommen. Die Diktatur derer, die digital kompetent sagen, wir sind die 3% Elite dieser Gesellschaft, wir machen uns jetzt über das Bundesgit her und formulieren die Gesetze so, wie wir sie brauchen. Ist das zu verhindern? Muss man da Quoren ein? Muss man sagen, es müssen mindestens 30% der wahlberechtigten Bevölkerung dann irgendwann da einmal klicken, dass das Ding auch läuft? Oder wie macht man das, um das tatsächlich dann in den Gesetzgebungsprozess zu überführen? Also ich muss sagen, ich sehe das Bundesgit jetzt noch gar nicht so stark als Alternative zum bestehenden Gesetzgebungsverfahren.
Ich glaube, es ist tatsächlich erstmal nur ein Werkzeug und es überführt Texte in maschinenlesbare Versionierung. Und da kann viel drauf aufsetzen und da muss natürlich noch viel mehr passieren. Also ich habe mir selber mal einen Account geklickt und habe versucht, mich da mal durchzufuchsen und es ist mir selber nicht gelungen. Ich sage es gleich mal. Dann habe ich es gleich klar formuliert. Also als Arbeitshypothese würde ich jetzt gerne für diese Formeldiskussion davon ausgehen, dass auf der Basis des Bundesgehts eine Infrastruktur vorhanden ist, wo es für normalsterbliche Internetnutzer möglich wäre, sich an Gesetzesentwicklungsprozessen zu beteiligen. Naja, man kann sich ja auch andere Projekte ansehen, nicht nur Wikipedia, zum Beispiel, wenn man sich mal ansieht, was das Gutenberg-Wiki zum Beispiel geleistet hat. Und auch wenn man das mal vergleicht mit dem, was man zum Beispiel über die Medien mitbekommen hat an Aufarbeitung des ganzen Falls, da wird wirklich sehr stark deutlich, dass das war natürlich nicht die gesamte Bevölkerung, die sich dort engagiert hat, aber es ist ja doch im Ergebnis ein Prozess gewesen, wo eine wirkliche Teilhabe stattgefunden hat an Menschen, die sonst vorher keine Möglichkeit dazu hatten. Und insofern ist es natürlich immer eine Minderheit und wird es wahrscheinlich auch bleiben, die sich einbringt. Aber man kann, denke ich, die Schwellen da weiter herabsetzen und das ist doch erstmal ein guter Prozess. Stimme Lennart. Also wir hatten in Hamburg, gab es ja gerade das Transparenzgesetz und das ist quasi vom Volk geschrieben. Ja, es haben sich irgendwelche Initiativen gesetzt, haben da ein Gesetz formuliert, wie sie es gerne hätten. Ja, das war handwerklich offenbar nicht so toll, aber dann hat ein ehemaliger Verfassungsrichter gesagt, okay, jetzt machen wir es handwerklich nochmal richtig. Aber die Ideen, die das quasi aus dem Volk, aus den Vereinen, aus der Zivilgesellschaft kamen, die sind an diesem Transparenzgesetz aufgegangen und da sieht man das vielleicht. Ja, vielleicht manchmal ist es besser, wenn, also es kann auch gut sein, wenn halt das Volk mit seinen Ideen oder mit seinen ganz speziellen Anliegen da direkt Gesetze formuliert. Weil wenn man diese Anliegen irgendwo vorträgt, dann verwaschen die immer so ein bisschen, wenn sie halt tatsächlich dann erstmal durch die ganzen Instanzen sind, um dann irgendwann vielleicht im Bundestag anzukommen. Und ja, ob es jetzt eine Diktatur der Aktiven ist, vielleicht ist es momentan eine Diktatur der Lobbyisten, weil sie halt das Geld haben, irgendwie Gesetzesvorschläge irgendwo einzubringen oder sich quasi mit Leuten zusammenzusetzen. Also ich habe dann lieber, dass alle diese Möglichkeit haben, als dass nur die Leute, die irgendwie das Kleingeld haben oder die Kontakte haben, das machen können. Allerdings möchte ich auch wirklich noch das Bundesgeld noch nicht als quasi nicht damit die parlamentarische Demokratie ersetzen, nur halt die Prozesse, die momentan da ablaufen, effizienter gestalten. Aber ja. Dann drehen wir mal den Prozess um und fragen die hier im Raum versammelten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, wie sind sie sich repräsentativ? Es sind doch etwas weniger als 1001, wenn ich das richtig sehe. Aber wie schätzen Sie das ein? Würden Sie sich wünschen, tatsächlich über Tools, die noch zu schaffen sind, auf Basis des Bundesgehts beispielsweise, unmittelbar mitzuwirken mit den anderen an der Entstehung von Gesetzesprozessen? Die beiden Herren hier vorne bitte, ganz vorne bitte zu anfangen und dann das wird her. Zwei Sachen. Erstens, kennen Sie das Liquid Feedback? Wie würden Sie, der Piraten, haben sich damit schon auseinandergesetzt, wie würden Sie dann die Unterschiede sehen? Und wenn ich die zweite Frage dranhängen kann, bevor. Es gehen meiner Meinung nach zwei Sachen durcheinander hier. Einmal sozusagen die Idee, wir nehmen das Git als Verwaltungsinstrument, um Gesetzgebung transparenter nach außen zu gestalten und jeder kann sehen, was passiert. Lassen die Verfahren, die gesetzgebenden Verfahren, aber so wie sie sind und die Hierarchien auch so wie sie sind und bilden diese letztendlich nur im Git ab. Die andere Variante, und es ging beides durcheinander, habe ich zumindest so empfunden, ist die Variante, wir machen so eine Art Pseudo-Liquid-Feedback, wo jeder Bürger sich politisch auf elektronischem Wege beteiligen kann. Das sind so zwei Sachen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben und die so ein bisschen durcheinander gehen, meiner Meinung nach. Ja, dann ist es ein Versäumnis meinerseits. Es tut mir sehr leid, ich hatte versucht, so gut mir das möglich war, zu klären, dass wir sagen, wir haben einmal das Thema Transparenz. Wir versuchen mit Bundesgebiet, oder Stefan Wemmerer und andere versuchen mit dem Bundesgebiet die Transparenz zu schaffen, Gesetzesentstehungsprozesse sichtbar zu machen und dann ist die Frage der Teilhabe im Raum. Wie kann man an diesen Entstehungsgeschichten teilhaben? Aber zur ersten Frage, also Liquid Feedback kenne ich auch so ein bisschen. Moment. Allerdings sind das halt Anträge für Parteitag. Ja, das ist ja. Genau, und ich finde halt, der Gesetzgebungsprozess braucht auch etwas, nur vielleicht nicht so, es gibt ja schon Tools und Liquid Feedback ist eigentlich nur noch ein eigenes Tool speziell dafür, aber ich denke halt, dass Texteverwaltung, reine Texteverwaltung, könnte ja mit so einem Git funktionieren. Also ich befürworte das Bundesgit. Allerdings müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass früher oder später zu 100% der Lobbyismus dann übernimmt. Also wenn das ist so wichtig für die und wenn da irgendwie Gesetze denen ihre Interessen
korrelieren, dann hat das natürlich Auswirkungen. Aber was mich nur interessiert, das Git als Softwareprogramm, gibt es da ein Alternativprogramm, was auch was taugt, oder gibt es keine Alternative dazu? Das ist alternativlos, könnte man fragen. Also es gibt noch einige mehr verteilte Versionskontrollsysteme, Mercurial, Bazaar, aber Git ist gerade momentan irgendwie das Coolste und das Verbreiteste. Aber letztlich ist es nicht alternativlos. Es ist nur eine Möglichkeit. Man kann das, die sind auch untereinander mehr oder weniger kompatibel. Man kann meinetwegen das auch in Text und anderen Sachen verwalten. Es geht ja nur darum, quasi eine Versionsverwaltung zu haben und zu wissen, wer hat wann was geändert. Und ich möchte mir auch mal ein Gesetz angucken von, das ist die Entstehung des Gesetzes und so sieht es heute aus und was ist dazwischen passiert. Und sowas hat zum Beispiel ein Freund von mir für das Parteiengesetz gemacht. Da kann man halt immer schön sehen, das ist auch so historisch sehr interessant. Es war mal ganz klein, es ist ein bisschen größer. Man sieht mal, wo die großen Änderungen kamen, dann mal bei den Parteispendenskandalen, wurde dann nicht viel reingeschrieben. Oder dann war wieder eine bestimmte Koalition an der Macht und die hat dann quasi irgendwelche anderen Paragraphen wieder rausgenommen. Und dann kann man halt auch sehr schön studieren, wie so Gesetze entstanden sind. Und das ist halt momentan nicht möglich. Also wir haben halt immer die aktuellen Gesetze und fragen uns, wie sind wir eigentlich da hingekommen? Wissen wir nicht. Gibt es eigentlich die Gesetzes... Also die Protokolle der Gesetzestexte, sind die in irgendeiner Form verfügbar? Oder sozusagen die Dokumente mit ihren Wandlungsprozessen für Sie, können Sie irgendwie importieren? Das haben wir angefragt. Also wir haben mal angefragt, wir haben auch keine Antwort bekommen. Also was ich momentan mache, wo fragt man denn da eigentlich? Beim BMJ, dachte ich mir. Also beim Bundesjustizministerium. Was ich gemacht habe, ich hole mal regelmäßig die aktuellen Gesetze und guck mir an, was sich geändert hat, letztlich vom letzten Mal, wo ich mir das angeschaut habe. Und dann versuche ich, die Änderungen mit Gesetzesänderungen letztlich zu matchen. Ja? Und so funktioniert das Bundesgebiet momentan. Es ist eigentlich nur ein großer Hack. Ja? Achtung, ja, jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Aber es ist eigentlich, also wenn der Bundestag das selber nutzen würde, dann hätten wir auch schon bessere Daten. Und letztlich, es geht mir nur darum, zu zeigen, dass es besser geht und dass wir auch letztlich eine Historie von Gesetzen kennen müssen, um halt irgendwie auch aktuelle Gesetze verstehen zu können. Wir können ja von jetzt an anfangen, zumindest. Sehr schön. Auf Ihre Fragen den Lobbyisten. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn möglichst viele Lobbyisten möglichst schnell dieses Bundesgebiet entdecken, weil die dann im Zweifelsfall auch an vielen Stellen die Entwicklungskapazitäten hätten, diese Werkzeuge für sie anzupassen, für ihre Fälle und am Ende die Nutzbarkeit sicherzustellen. Nichts Besseres konnte Linux passieren, als dass Firmen wie IBM es entwickelt haben oder entdeckt haben und weiterentwickelt haben, an den Stellen, an denen sie noch nicht zufrieden waren. Dementsprechend das Erste, was wir dann bräuchten, sobald Bundesgebiet läuft schon stabil, ist tatsächlich Shopping-Tour machen und oder sozusagen anpreisen bei den Firmen, die schon jetzt aus dienstlichen, aus beruflichen Gründen regelmäßig mit Gesetzesentwürfen zu tun haben und sagen, okay, hier habt ihr Software für lau, nutzt sie weiter und gestellt eure Änderungen an der Software zur Verfügung. Das ist der normale Weg. Wenn Sie noch die Gelegenheit nutzen zu fragen, gibt es hier einen Vertreter von Microsoft, IBM, Google im Raum, der aus beruflichen Gründen Interesse entwickeln könnte an den Bundesgebiet, die Ansprechpartner sind hier auf der Bühne, ich würde gegen 15% Beteiligung das Gespräch moderieren. Eine weitere Frage hinten sein, glaube ich. Ja, ich finde das Bundesgebiet ein wunderbares Projekt, aber das Problem ist, wir brauchen mehr Daten und die Daten müssen nutzbarer gestaltet werden. Also ich finde es eine super Grundlage, wenn aufgrund dieses Bundesgebiets nochmal eine Auswertung stattfinden würde. Wie nutzen die konkreten Gesetzesänderungen, also welche sozialen Schichten sind dazu betroffen, dass das Statistische Bundesamt vielleicht da nochmal die konkrete Auswirkung von Gesetzen analysiert, dann könnte man das Ganze aggregieren, für wen wird eigentlich Politik gemacht, für wer hat eigentlich von der letzten Legislaturperiode am meisten profitiert und das wäre eine viel validere Grundlage für eine Wahlentscheidung als die Wahlprogramme oder die Wahlversprechen von Parteien. Also von daher glaube ich, dass es irgendwie eine Grundlage schaffen würde für eine total positive Veränderung, aber dass wir bei Weitem noch nicht genügend Daten haben. Wir brauchen mehr Daten. Also genau darum geht es ja, Gesetze in Daten zu verwandeln. Momentan sind Gesetze, die kann man sich irgendwo anschauen, aber es ist letztlich nur für die Augen gedacht. Aber wir brauchen halt auch Gesetze, die eine Maschine nicht verstehen kann, aber mindestens verwalten kann. Also Gesetze, eine Maschine kann ein Gesetz ja nicht interpretieren, ja, aber man kann es zumindest den Text verwalten. Und wenn ich dann auch noch letztlich, wenn ich das dann habe, dann kann ich halt Werkzeuge da drauf bauen, wo Leute sagen können, dieses Gesetz hilft der Pharmabranche. Und wenn ich das dann zähle und aggregiere und zum Schluss der Legislaturperiode weiß, da haben irgendwie Nutzer abgestimmt, haben Gesetze getaggt, Gesetzesänderungen, haben irgendwie mit Stichwörtern versehen und ich zähle zusammen und die schöne Stichwortwolke sagt mir Pharma, dann weiß ich die FDP, ich meine, dann weiß ich, irgendwann war da an der Macht. Ja, aber Parali. Ja, nochmal zur Frage, wie wir denn an mehr Daten kommen oder
Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich meine, die Situation ist ziemlich verfahren im Moment und die wird da, denke ich, sehr deutlich, wenn man sich ansieht, dass eben im Moment die historischen Daten, oder es sind ja auch nicht nur Gesetze, es sind auch zum Beispiel Gerichtsentscheidungen, die, wenn sie um Leitsätze angerechnet sind, wieder nicht mehr frei sind und so weiter, die liegen im Moment eben alle bei einigen wenigen großen Anbietern, die sagen, das sind aber unsere Datenbanken, deswegen sind sie noch einmal geschützt. Wenn man sich jetzt aber nochmal überlegt, auch wozu ist denn das Ganze eigentlich da? Also, dass eine Datenbank geschützt ist, zum Beispiel soll ja dazu dienen, dass eigentlich eine Investition gesichert werden kann und dadurch ein Anreiz entsteht, überhaupt solche Projekte in Gang zu bringen. Wir haben aber jetzt die Situation, dass eigentlich genau das Gegenteil passiert, weil so Leute wie der Stefan Wehrmeier ja eben im Grunde sofort loslegen könnten, aber einige eben einfach diese Datenbanken bewachen und man da nicht so einfach rankommt. Dazu zwei Anmerkungen. Eine davon kann ich auf dem Podium offen geben. Die eine ist, natürlich müssen wir diskutieren, dass der Bundestag meinetwegen auch ohne Bundesgeld § 5 OSLS ändert und beispielsweise eine ganze Reihe von Einschränkungen herausnimmt aus diesem Absatz 2, der die freie Nachnutzbarkeit von jenen Werken, die er erstellt hat, die aber eben nicht zur öffentlichen Kenntnisnahme allgemein verfügbar sind, dennoch sicherstellt. Das heißt, de facto alles außer Gesetzen und Gerichtsentscheidungen. Und das andere kann ich jetzt nicht offen sagen und zum Glück hat er auch, ist auch kein Stream, der mitschneidet, der sagt, wir haben natürlich ein gewisses Opportunitätsfenster, Dinge einfach zu tun und den Bereich rechtliche Grauzone etwas auszudehnen, in der Annahme, dass etwas Sinnvolles, was gemacht wird, schon nicht vom Boden weggeklagt wird. Das heißt, natürlich haben wir gewisse offene Fragen zum Thema Datenbankschutzrecht, kann beispielsweise dann diese Firma, jede Firma hier Einwände erheben. Andererseits, diese oder jene Firma wird sich niemals trauen, gegen ein Projekt vorzugehen, das allgemein gut beleumundet ist, das von Menschen akzeptiert wird. Im schlimmsten Fall müsste man dann tatsächlich halt es auch mal auf einen Prozess ankommen lassen und dann ganz massiv die PR-Karte ziehen. Wir erleben tatsächlich, dass es zumindest in der aktuellen Bundesregierung eine ganze Reihe von Leuten gibt, die erkannt haben, dass Open Government Data sinnvoll ist, die halt tatsächlich seit ein paar Wochen zum Beispiel auch mal Gesetzestexte als XML bereitstellen. Das sind kleine Schritte, das ergänzt nicht die Historien, das reicht mit ganz anderen Sachen, aber immerhin erzeugt es ein Klima, bei dem halt man sich auch ein bisschen weiter raustrauen kann. Jetzt habe ich die Brisanz dieser Aussage gar nicht richtig erfasst, die Sie hier auf dem Podium nicht so... Das ist gut so. Aber Sie haben offenbar auch die Kino nicht gehört heute Morgen, denn alles, was in einem Mikrofon gesprochen wird, ist in der Welt und geht nie mehr aus der Welt hinaus. Also dazu möchte ich noch anmerken, ich finde es eigentlich eine Katastrophe, dass wir, ich weiß nicht, im Graubereich arbeiten muss, ja, um irgendwelche, weiß ich nicht, einfach nur eine Gesetzesdatenbank mit sich, die Software unserer Gesellschaft, das Betriebssystem unserer Gesellschaft irgendwie in der Historie abzubilden, ist schon ganz schlimm. Ja, ich meine, surfen Sie mal auf der Seite des Bundesanzeiger Verlags. Ja, es ist eine, glaube ich, eine GmbH in irgendwie mindestens 51%igen Besitz des Bundes, aber auf der Webseite, Sie gucken sich irgendwie Gesetzesänderungen an, Sie gucken sich, den Bundesanzeiger an, oben drüber steht ganz dick, jederzeit steht dort, ja, wir haben hier ein Datenbankschutzrecht drauf. Das heißt, Sie können sich das gerne anschauen, aber wagen Sie es bitte nicht zu kopieren. Ja, da sind unsere Leistungsschutzrechte drauf und das ist ganz schlimm. Ja, wie kann sich denn der Staat so erdreisten, das Ganze so zu in irgendeiner GmbH zu tun und dann zu sagen, ja, hier unsere Gesetzesgeschichte, du kannst dir das aktuell angucken, aber gucken Sie sich den Rest nicht an. Ja? Ja, also der Skandal ist ganz offensichtlich, aber da ist hier große Einigkeit im Raum. Wir hatten in dem vorhergehenden Panel heute Vormittag bereits das Thema öffentliche Infrastrukturen, welche Aufgaben hat die öffentliche Hand in diesen Bereichen. Ich glaube, diese Fragen sind alle sehr klar. Ich möchte zum Schluss dieser Diskussion aber nochmal eine Angst formulieren und gerne auf dieses Thema Teilhabe zurückkommen, dem wir hier immer wieder ausweichen. Setzen wir mal nur als weitere Arbeitshypothese voraus, dass diese Daten alle bereitgestellt werden. Der Staat ist maschinenlesbar. Mich beschleicht trotzdem die Angst, dass wir dann einen maschinenlesbaren Staat haben mit allen nur erdenklichen Schnittstellen, allen notwendigen Punkten, mit allen Beteiligungsmöglichkeiten, aber wir haben 10% Bevölkerung, die mitmachen. Wie können Sie mir diese Angst nehmen? Zieht man mir ins Freude. Gut, dem kann ich nichts mehr entgegensetzen. Bin entwaffnet und gehen wir das nochmal zurück in den Saal. Wir haben Ihre Frage gerade einfach unterschlagen. Ja, ich bin auch gerade dabei zu überlegen, wie das dann abläuft. Ich frage mich, ob nicht eigentlich dann die Aufgabe des einzelnen Politikers dann sozusagen nochmal doch in Frage gestellt wird.
Weil bisher macht er ja nichts anderes, als meinetwegen verschiedene Interessengruppen anzuhören und sich die Liste der Änderungsanträge der zum Beispiel der Pharmalobby anzugucken für eine bestimmte Richtlinie. Ich kenne es aus dem EU-Parlament. Und dann hört er sich die Verbraucherschützer an und geben ihm auch eine Liste. Also eine richtige Liste von 1 bis 200, wo dann immer Ja, Nein steht. Die haben mit so Kreuzen, das kriegen die richtig per Brief dann vorgelegt, wo sie jetzt die Hand heben sollen und wo nicht. Denn würde man jetzt nach der Abstimmung, würde man sagen, wir haben die Liste der Verbraucherschützer und wir haben die Liste der Pharmalobby im Netz. Und wir haben gesehen, was der einzelne Abgeordnete gemacht hat. Also wann er die Hand gehoben hat, bei welchem Änderungsantrag. Dann würde der rausgehen und danach könnte man sagen, na gut, der hat so mittig irgendwie abgestimmt. Ja, so ein bisschen für die, ein bisschen für die Interesse. Oder er hat sich völlig auf die Seite der Pharmalobby geschlagen und hat genauso abgestimmt, wie die das wollten. Und danach müsste er sich dann rechtfertigen und sagen, also vielleicht die Frage beantworten, ja warum sind sie denn hier so 100% Pharmalobby oder 100% Verbraucherschutz? Und dann müsste er aber eigentlich sagen, naja, ich stimme für mein Mandat, also für die Bevölkerung, für meine Wähler, ja, fürs öffentliche Wohl, was ich glaube, was wichtig war. Kriegt man dann nicht nochmal so diese dann eine ganz komische Interessendiskussion, dass man ständig darüber diskutiert, welche Interessengruppe sich durchgesetzt hat und glaubt dem Politiker vielleicht nicht mehr unbedingt, dass er das schon alles irgendwie im Blick hat und danach entscheidet? Kann ich mir gut vorstellen. Wäre ja aber auch kein Problem, wenn man etwas weniger glaubt, dass die Kompetenz jetzt sozusagen in geballter und uneingreifbarer Form auf diesem einen Stuhl sitzt. Und wir haben ja mit Abgeordnetenwatch sozusagen Ansätze, die in diese Richtung gehen, wo das Stimmverhalten nachvollzogen werden kann. Ja. Googeln Sie mal bitte NRA, also National Rifle Association Scorecard. Die macht das ziemlich gut. Es klappt in den USA besser, wenn sie mehr parlamentarische Entscheidungen haben, bei denen sie halt eben nicht Fraktionszwang haben, wo es relativ langweilig ist, weil sie die eigentlichen Entscheidungen dann in den Fraktionssitzungen haben und nicht offen dokumentiert, wie dort Mehrheitsverhältnisse aussehen. Aber tatsächlich in den Parlamenten, und das Europäische Parlament zieht eigentlich auch in diese Richtung, bei denen sie tatsächlich eine ganze Reihe von Abstimmungen haben, ohne echten Fraktionszwang, was ich immer nur mit sagen Tendenzen oder halt eben dann den Fraktionschef, der dann im EU-Parlament unten sitzt und den Kollegen nach hinten das Signal gibt, oder halt Lacroix-Tradu-Dinette oder anderen Lobbyorganisationen, die halt Vorschläge machen, wie Abstimmverhalten bei sehr komplizierten Kettenabstimmungen sein soll. Das macht die NRA super. Die analysiert das Stimmverhalten der Personen, matcht das gegen ihre eigenen Empfehlungen und kommt am Ende dann eben raus, okay, dieser Abgeordnete hat eben 91% der Fälle gegen unsere Interessen, gegen unsere Empfehlungen gestimmt, den geben wir jetzt die Note F. Dann gibt es am Ende des Jahres Zensuren und dann haben sie tatsächlich mit der NRA und vielen anderen, mit der Brady-Campaign als Gegenseite und vielen anderen hat tatsächlich Bewertungen dieser Politiker aus Sicht einer Interessengruppe, die in dem Spektrum dieses politischen Systems akzeptiert und dann dementsprechend auch hilfreich ist. Wenn für mich Tierschutz wichtiger ist als Waffenrechte, dann gehe ich natürlich auf deren Seite und schaue, okay, unterstütze ich diesen Politiker bei seiner Wiederwahl? Das ist doch super. Wir steigen hier gerade in eine tiefgehende Analyse des postmodernen Lobbyismus im postdemokratischen Zeitalter ein. Das ist alles messerscharf, aber nicht ganz unser Thema. Ich würde gerne einmal zurückkehren zu unserem Thema, nämlich Teilhabe in der Breite der Bevölkerung. Ich möchte ein Kompromissangebot machen. Ich werde ja mit meiner These hier doch nicht mehr durchdringen, der Diktatur der Aktiven. Das Kompromissangebot könnte doch vielleicht so aussehen, das ist die Frage an Sie drei zum Schluss. Wenn tatsächlich diese Arbeitshypothese zutrifft und wir auf Basis des Bundes geht es in anderen Strukturen, Infrastrukturen eine breite Teilhabe möglich machen würden, müssten wir beim gleichen Zuge sozusagen eine Kompetentmachung vollziehen, in der Breite, in den Schulklassen etc. pp., dass die Menschen wissen, wie sie sich im digitalen Raum bewegen und damit auch in der digitalen Demokratie. Ist das ein Kompromissangebot, mit dem Sie leben können? Also muss man so machen. Ich weiß nicht, natürlich muss man in den Schulen den Kindern schon beibringen, nicht was das Bundesgeld ist oder wie es funktioniert, aber vielleicht, ne? Teilhabe in der digitalen Demokratie, ja, das wäre schon eine ganz gute Sache. Und ganz kurz zu dem, ja, also ich meine, wenn der Politiker runtergebrochen wird auf jetzt Ja oder Nein stimmen, dann müssen sie so was an unserer Demokratie ändern. Ja, eigentlich sich dann eher als Moderator von Interessen und sowas, wenn man die Interessen dann aber auch klar irgendwie sichtbar sind, wer wo ihn beeinflusst hat, dann hat das ja auch nur Vorteile. Ansonsten ja. Danke. Die Runde, wir dürfen noch ein bisschen, oder geht es hier dem Ende entgegen? Wir dürfen noch ein paar Minuten, wenn Sie noch Geduld haben. Können wir noch mal ein, zwei Fragen einsammeln? Es gab hier vorne noch mal zwei Fragen, vielleicht der Herr ganz vorne. Der hat sich zu Beginn gemeldet. Nochmal zu meinem Lieblingsthema, Trennung von
Transparenz von Open Data, Open Source sozusagen, Abbildung der Gesetzesentwicklung über ein Grid-System und Trennung davon politische Teilhabe. Würden wir uns nicht leichter tun, wenn wir das auch technisch trennen würden? Wenn wir sagen, wie müsste ein System aussehen, was halt möglichst sinnvoll, möglichst effizient die Gesetzgebung, die Gesetzesänderungen abbildet, nach außen auch transparent macht? Und ein zweites System, wie müsste ein System aussehen, das es der Bevölkerung möglichst einfach erlaubt, politisch mitzudiskutieren an Gesetzesentwürfen, Gesetzesneuentwürfen, Gesetzesänderungen? Da können Schnittstellen dazwischen sein, aber ich glaube, wir bringen das durcheinander und das wird relativ unsinnig am Teil. Ich fände es besser, die zwei Sachen getrennt zu diskutieren oder zu überlegen, wie kann man die möglicherweise auch verbinden. Also ich sehe das quasi das Bundesgeld oder quasi die Gesetze als Basis. Ja, wenn man die Maschinen jetzt mal haben, wie ich schon gesagt habe, dann kann man da drauf ein Tool tun. Und ich meine, zum Beispiel, solange die Piraten zum Beispiel ihre Gesetzesentwürfe immer als PDF veröffentlichen, dann kommen wir halt nicht dahin zu sagen, jetzt schauen wir mal, wie wir das jetzt verbessern, weil ein PDF ist nicht verbesserbar. Das ist quasi nur sehr, ja, monolithisch. Ja, es ist unveränderbar letztlich. Vielleicht sollten Sie neben diesem Git ein zweites Programm Git aufbauen, welches darstellt, welches die Folgen des derzeitigen Gesetzes, so wie Sie es im Git veröffentlicht haben, darstellt. Und dann wäre die Diskussion viel interessanter. Wenn Sie es mit praktischen Beispielen belegen oder irgendwie, welche Folgen das hat oder so. Also nicht nur das Gesetzestext, das man sich einmischen kann, sondern dass Sie gleichzeitig den Juristen beauftragen oder mehrere Juristen und die dann aufzeigen, welche Folgen das hat. Das wäre dann interessant. Ich fürchte ganz ehrlich, es wird nicht mit zwei, drei Juristen getan sein bei den Folgen. Man muss wahrscheinlich eine Kommission, die etwa 5000-köpfig ist, ins Leben rufen, wo Soziologen, Kulturwissenschaftler, Techniker, Physiker etc. dann versuchen, Folgeschätzungen vorzunehmen. Aber sie brauchen es ja nur annähernd machen. Sie brauchen es nur ganz grob machen. Naja, und das ist vermutlich das, was die Politiker jeden Tag tun, indem sie uns zeigen, aus der Opposition, was die Regierung gerade tut oder umgekehrt. Also auf EU-Ebene wird auch schon, es gibt da so ein Amendment-System, also die haben da schon eine Software, wo sie versuchen, solche Amendments zu machen, die ist halt ein bisschen komplizierter und nicht so elegant, wie was ich gebaut habe, aber jedenfalls gibt es auch da schon. Ja, die haben verstanden, okay, wir müssen jetzt irgendwie unsere Gesetze ein bisschen strukturierter machen, weil da gerade so viel läuft auf EU-Ebene. Und was das für Folgen hat, also ich glaube, es wird einfach nur, alles wird etwas effizienter. Aber dann müssen wir uns immer auch überlegen, wie wir letztlich die Teilhabe oder letztlich den demokratischen Prozess so anpassen, dass diese Effizienz nicht zu irgendwas führt, was wir nicht wollen. Es gab, glaube ich, da hinten eine weitere Frage. Genau. Ja, ich wollte nochmal direkt widersprechen wegen der Frage Trennung, Transparenz, Beteiligung. Das kam auch heute Morgen nicht so ganz raus, das bedingt ja einander. Es gibt doch keine vernünftige Partizipation ohne die Transparenz. Und Transparenz einfach aus Selbstzweck gibt es auch nicht. Ich würde da keine Trennlinien entziehen, auch nicht in der Debatte. Also weder bei den Tools noch bei der Debatte. Das Schöne eigentlich an so einer Idee wie Bundesgit ist ja, dass es mal aufzeigt, was passiert. Deswegen finde ich das wird von Lobbyisten gekapert, Argument, eigentlich das selbst entwaffnende Argument, weil wenn ich das abgebildet habe, ist das doch das Beste, was mir passieren kann, weil dann findet es eben nicht mehr im Einstein statt. Die andere Gefahr ist natürlich, dass es eben gerade dann dort stattfindet, weil es eben nicht mehr abgebildet werden soll. Aber da kann ich ja im Nachhinein trotzdem nachvollziehen, was wurde denn geändert? Kriegt man dann auch irgendwie raus, aufgrund der Argumente, Sprache, Fakten, aus welchem Lager das vielleicht kam? Das ist eigentlich gerade der Zustand, wo man eigentlich hin wollte. Aber man muss vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen, was auch heute Morgen angesprochen wurde, aber nicht ganz rauskommt. Was die Beteiligung betrifft, natürlich macht nicht jeder damit und natürlich wird es nicht von heute auf morgen die Beteiligung stärken. Aber man kann ja bei so kleinen Sachen anfangen wie, ich muss doch als Bürger erstmal wissen, was denn überhaupt passiert. Diesen zusätzlichen Schritt, dass ich mir da irgendwelche Gesetzestexte angucke und so, das ist natürlich, das beschränkt sich auf einen ganz, ganz kleinen Teil der Bevölkerung. Aber so Sachen wie, die Bundestagswebseite sieht aus wie die Bild-Zeitung. Das ist eher halt Magazincharakter. Wenn ich mir die Websites von dem neuseeländischen Parlament oder so angucke, da ist da nicht mit einem Klick bei den Gesetzestexten. Oder es gibt so Systeme wie opencongress.org, wo ich einfach mit Ampelsystemen sehe, wer ist gerade in Session, was wird gerade diskutiert, wer hat die Sachen eingebracht, was wird als nächstes debattiert. Also auch so Sachen wie die Bundestags-App, das ist Spielzeug, aber der Mehrwert. Yeah. Ja, es ist PR-Arbeit, deswegen wird es auch aus der PR-Abteilung gemacht und das ist ja schon mal grundfalsch. Also es hat meiner Meinung nach, das ganze Thema hat weder in der PDR was zu suchen, noch bei der Technik, sondern es ist tatsächlich, man muss es einfach nur wollen, weil wir kriegen ja mit, haben ja genügend Fachleute im Raum, die Technik ist ja nicht das Problem.
Sie haben jetzt fast so etwas wie ein Schlusswort formuliert, aber wir haben noch 7 Minuten, das machen wir jetzt. Also Sie haben die einmalige Gelegenheit, die der Herr richtig beschrieben hat, Experten zu befragen zu diesem Thema und wir sind auf Ihre Fragen ganz gespannt. Ich würde gerne Stellung nehmen. Bitte. Und zwar nochmal zu dieser Trennung. Ja, das ist halt mein Thema heute. Trennung einerseits Transparenz, Darstellung der... Nehmen Sie liebenswürdigerweise das Mikrofon, das wird aufgezeichnet und die Welt schaut uns zu. Ja, oder später. Zuhören, der Kollege wahrscheinlich hier. Ja, zur Trennung von einerseits Verwaltung, Transparenz, Darstellung der Gesetzesentwicklung und andererseits zur politischen Teilhabe. Was wir nicht machen wollen, denke ich mal, oder das wäre eine etwas umfänglichere Diskussion, ist ja möglicherweise die Art, wie Gesetze zustande kommen, ändern. Können wir auch machen, aber das wäre eine andere Diskussion. Da würde noch wieder was anderes reinspielen. Aber wenn ich mal davon ausgehe, dass wir das erstmal so lassen, wie es ist, dass wir Vertreter haben, die sozusagen uns vertreten und dann Gesetze entscheiden im Namen der Bevölkerung, dann sind das halt zwei verschiedene Sachen für mich. Ja, das hatten Sie ja bereits schon angemeldet. Ich hatte versucht, zwischenzeitlich genau diese Trennung vorzunehmen. Einmal zu klären, wie könnte Transparenz funktionieren, Ausgangspunkt Bundesgit und wie könnte Teilhabe, tatsächlich aktive Teilhabe an dem Entwicklungsprozess von Gesetzen innerhalb der Bevölkerung organisiert werden, eben außerhalb des Parlaments. Das war für mich die Frage, ob das etwas ist, was erstrebenswert ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr schwer einzuschätzen ist, weil Teilhabe unklar ist, die Quantität ist unklar. Und die Verfahren müssen auch definiert werden. Aber ich glaube, wir brauchen zu Beginn, es ist jetzt auch hier mehrfach klar geworden, erstmal einen transparenten, maschinenlesbaren Stand, um überhaupt zu sehen, aha, wie entstehen denn aktuell Gesetze mit den momentanen Bedingungen. Gab da eine weitere Wortmeldung? Ja, einfach die Frage, weil ich aus der Landespolitik komme, nicht aus der Bundespolitik. Gibt es da Erfahrungen, was, ich meine, Bundesgit ist sicherlich genug Arbeit, aber hast du Erfahrungen da in Richtung der Ländergesetze? Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre, du hast vorhin so nebenher gesagt, die Piraten müssten auch mal endlich ihre Gesetzesänderungen nicht mehr als PDF veröffentlichen. Was sind denn so die optimalen Dateiformate im Moment? Ideale Gesetzesformate, Herr Neumeier. Ja. Also zur ersten Frage, Ländergesetze, das Konzept ist natürlich auch auf Ländergesetze übertragen, kein Problem. Also Bundesgit, ich stecke da gar nicht so viel Arbeit rein, ich müsste jetzt mal mehr Arbeit reinstecken, ist ja auch nur so ein Freizeit-Hack gewesen. Ja, tut mir ja leid, ich würde ja gerne 5 Tage die Woche dran arbeiten, aber das zahlt momentan niemand. Auf die zweite Sache, das Git-System, also auf GitHub jedenfalls, der Plattform, gibt es halt das Konzept von einem Pull-Request. Das heißt, ich habe die aktuellen Gesetze, ich nehme eine komplette Kopie dieser Gesetze, mache meine Änderungen in einzelnen Abschnitten, je nachdem, also in einzelnen sinnvollen Abschnitten daran und dann sage ich, nehmt das doch bitte auf. Und diese einzelnen Commits nennt man das, die dann an einen Pull-Request hängen, an diesem Änderungsantrag. So wäre halt, also letztlich würde ich ein Div haben, ein maschinenlesbares Dateiformat, das quasi sagt, hier habe ich einen Text und hier habe ich das Div. Und wenn ich dieses Div auf diesen Text anwende, dann ist der Text der neue Text quasi. Ne? Was ist jetzt maschinenlesbar? Also was ist? Eine maschinenlesbare Änderung ist halt etwas, was, wo ich halt, wie gesagt, ein Original habe und dann habe ich eine Änderung und dann kann die Maschine das Original mit Hilfe diesem Änderungsformat in ein neues in eine neue Version überführen. Und ein PDF, da steht zum Beispiel, also wenn wir das Urheberrechtsgesetz, was Herr Lauer da veröffentlicht hat, nehmen, dann steht dann mal, hier ist der alte Paragraph, das ist der neue. Aber da steht in so einem PDF drin. Also hätte es einfach nur in so einem speziellen Diff-Format, das ist gar nicht so kompliziert, das ist irgendwie Plus am Anfang, wenn es eine Zeile neu hinzukommt und Minus, wenn eine Zeile wegkommt. Also es ist super einfach. Ich habe auch extra das Bundesgit einfach. Das, letztlich die Textgrundlage ist auch etwas, was nicht wie XML ist oder irgendwie Menschen nicht gut lesen können, das ist einfach ein ganz normales Textformat. Naja, führt wahrscheinlich auch zu weit. Ich kann es auch gerne mal irgendwo zeigen. Also Herr Wermer steht für 3-stündige bilaterale Beratung nach diesem Konferenzraum zur Verfügung, hat er gerade gesagt, leichtfertigerweise. Noch einmal die Frage in die Runde, gibt es noch weitere Fragen in unserem Expertenpanel in Sachen digitale, maschinenlesbare Demokratie? Ansonsten würden wir uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie die Geduld aufgebracht haben, mit uns hier eine Stunde über dieses komplexe Thema zu diskutieren. Und ich danke den Diskutanten ganz herzlich. Eine Frage muss man jetzt noch nachreichen. Ich habe den starken Verdacht, dass in dieser Sphäre wahnsinnig viele Männer arbeiten. Arbeiten da manchmal auch Frauen? Wie ist es bei der Wikimedia eigentlich? Sagen Sie mal.
jetzt ein Epilog, aber das war halt wichtig. Weil ich in Deutschland arbeiten im Moment, glaube ich, so 40 Menschen. Ich glaube, wir haben etwa Parität, was die Geschlechter angeht. Die Autorenschaft bei Wikipedia ist deutlich ungleicher. Aber ich denke, es ist immer noch so ein bisschen auch Sache des Moderators oder der Veranstalter, für Parität auf dem Podium zu sorgen. Also, nein, Sie hatten verschiedene Frauen vom Bundesinnenministerium angefragt, ne? Ich mich richtig entsinne. Also unsere Anfragen kamen bei verschiedenen Gender-Optionen an. Das heißt mal Frau, oder? Die dort hier sitzen, die hier sitzen. Ich konnte es leider auch nicht erinnern. Die Open World Foundation hat auch mehr oder weniger Männer und Frauen. Allerdings Softwareentwickler sind größtenteils dann doch Männer. Ja? Aber was heißt das, mehr Frauen in die Informatik? Genau, das ist doch irgendwie eine programmatische Aussage zum Ende. Unten gibt es jetzt Kuchen für alle. Genau. Sie sind herzlich eingeladen. Vielen Dank, Eben. Bis zur nächsten Gelegenheit. Ich danke den Diskutanten, habe ich schon gesagt, oder? Ich danke den Diskutanten ganz herzlich und damit Pachali für die Organisation des Panels.